Jö. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu den Grindern und wie wir das hier ordentlich aufbauen könnten. Auch wenn hier nicht besonders viel Platz ist. Allerdings geht das erst, wenn das Eisen hier weg ist. Dann mache ich einfach hier nochmal so zwei Sets an Fließbändern auf beiden Seiten. Und dann kommt das Erz auf dem einen Fließband an und das Pulver wird aufs andere Fließband gelegt. Und das Pulver läuft dann halt auf die Fließbänder hier, wo es dann da wieder zu Platten umgewandelt wird. Und das dann für beide Seiten. Aber, ne, wie gesagt, erstmal muss das hier alles weg. Vorher bringt das nichts. Constant Combinator. Nein, ich hätte gerne mehr Roboports. Ich hätte gerne mehr Construction Bots. Ich hätte gerne ein, zwei Logistik Bots schon mal. Auch wenn sie nicht so viel. Was? Hallo? Ja, baller einfach rauf. Das ist eine super Idee. Gut, dass ich immer Raketen, wenn ich geschossen habe. Ja, du brauchst also auch noch eine Kiste. Bau mal hier eine Holzkiste. Brech die Dinger kurz ab. So, setz eine Holzkiste hier hin mit dem Ärmchen. Und du brauchst dann auch noch Muni. Oh, hier ist ganz schön viel kaputt. Hätten wir doch bloß Roboabdeckung. Wäre das alles automatisch repariert worden. So, Bau, Bauroboter. Und lass die dann auch gleich frei. Hatte ich nicht schon welche gebaut? Ne, wurden alle noch vorbereitet. Okay, wow. So schnell geht das bei euch, hm? Nur wird jetzt nicht mehr gemacht, weil wir kein Kupfer mehr haben. Wie sollte nach da unten Kupfer kommen? Ach so, durch dich. Hier. Okay, weiterarbeiten. Hier kommt nichts, weil auch hier kein Kupfer ankommt. Das muss ich auch von Hand reinlegen. Das ist auch doof. Mache ich aber später. So, genau, hier war der erste Roboport. Das heißt, wir müssen irgendwo hier in der Nähe den zweiten machen. So, das ist die gelben Bereiche abdeckt oder alles abdeckt? Also gelb oder orange. Eigentlich bräuchte ich erstmal eine gelbe Abdeckung, damit alles repariert werden kann. Ich hänge wieder irgendwo fest. Das ist doof. Geh aus dem Ölding raus. Also so würde fast reichen. Allerdings sind sie dann nicht verbunden. Also mache ich lieber so, dass sie verbunden sind. Das heißt, hier irgendwo hin. Dafür bräuchte ich allerdings erstmal hier eine geordnete Struktur, die nicht geht, weil ich das Ding falsch gebaut habe. Mache ich das an. Ich sehe so viele Umbauaktionen in ferner Zukunft. So. Da wäre richtig, da wäre richtig, da wäre richtig. Du kannst weg, du kannst weg. Okay. So, wo war jetzt der Robot? Da, wo die Kohle ist. Also hier irgendwo. Mach das weg. Weg. Setz dich da und mach den Rest außenrum. Bau Fließbänder. Darum, 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 daran. So. Und du kriegst jetzt noch ein paar mehr Repair Packs, die ich übrigens noch nicht automatisiert habe. Das sollte ich bald mal ändern. So, und kriegst auch die und die. Britzel, Britzel, Britzel. Das geht sogar richtig schnell. Sehr gut. Die Roboter selber sind nur irre langsam. Aber das geht halt mit der Zeit. Forschung wollte ich warten. Das hier sollte ich schon mal jetzt abbauen und in eine Stahlkiste schmeißen, damit wir später verpulvern können. So, erstmal dich. Ist da drunter auch was? Ja, da drunter ist auch was. Das heißt, es müsste näher dran sein. Also hier irgendwo hin. So. Dich bitte komplett einfach hier in die Kiste rein. Solange wir später genug Grinder haben. Grinder ist übrigens das Stichwort. Ich hätte gerne mehr davon. Ich kann jetzt leider keinen mehr bauen. Das heißt, ich teste mal dich. Explosives können wir jetzt herstellen, richtig? Wir brauchten dafür, glaube ich, nur Schwefel und Kohle. Kohle hätten wir hier. Das würde sich also sehr anbieten, das direkt hier neben zu bauen irgendwo. Nimm mal so ein Ding. Setz das mal da so hin, damit dein Ärmchen zwischenpasst und guck. Sprengstoffzeug wird in einem Chemical-Ding gemacht. Braucht Wasser. Okay, bau ein Chemical-Ding.
könnte auch da reinpassen und Wasser könnte ich von hier unten irgendwie abzwacken und um drei Ecken dahin bringen. Nimm mal ein paar mehr Rot. So. Ja, es könnte aufgehen, wenn ich das hier rum mache. Also da, so, hier und da ein bisschen. Aha. Du mach bitte Bummzeug. Dafür kriegst du Wasser von da. Hier brauchen wir ein langes Ärmchen. Langes Ärmchen, langes Ärmchen. Und Kohle kann ich dann nicht von links nehmen, außer ich baue hier mal ein bisschen um. Auch wenn eh nicht genug Kohle hierher kommt. Das müsste ich gleich mal ein bisschen umbauen. So. So, sieht gut aus. Nimmst dann da. Nächstes Problem. Wir haben keinen Platz zum Rauslegen. Also noch weiter umbauen. Oh. Und es muss. Gott verdammt! Ja. So irgendwie. Hast keine Kohle oder? Nein, du willst keine Kohle. Kohle. Also, du nimmst die Kohle, wenn du sie brauchen würdest. Schwefel kommt nicht an. Warum? So, das muss noch ein Feld höher. Da ist kein Schwefel da. Weil kein das da ist. Weil kein das da ist. Weil irgendein. Ja, voll ist. Ich müsste also jetzt Treibstoff- oder Fuelblocks-Dinger da machen. Die ich aber noch nicht machen kann, oder? Ne. Dazu bräuchte ich die hier und davon habe ich nicht genug Science Packs. Das ist doof. Das heißt, ich erforsche mal. Es gibt keine größeren Tanks. Ich baue also einfach normale Storage Tanks. Dafür brauche ich ein bisschen mehr Stahl. Und bapp die einfach daneben. Ist wieder nur ein Provisorium. Aber es sollte klappen. Wo ist der Tank? Da ist der Tank. Bau noch einen Tank. Und gib mir irgendwo eine Müllkiste. Bitte, da ist eine Müllkiste. Tu in die Müllkiste. Das. So. Die ganze Muni brauche ich auch nicht. Schaut schon besser aus. Okay. So, Tanks. Bab, ein Tank. Irgendwo da. Ja, Kohle muss wieder weichen, das ist okay. Super, ultra unterirdisch lange Dinger, die ganz kurz sind. Klappt das alles so? Ja, klappt. Das verteilt sich schon mal und du kommst weg. Ich hoffe mal einfach, dass kein Angriff hier kommt. Und du kommst da rein. So, jetzt wird weiter Öl gesplittet. Wir kriegen Petroleumgas, wir kriegen Schwefel, dadurch kriegen wir Sprengstoff. Ja, die prügeln sich jetzt drum. Okay, prügeln drum ist irgendwie falsch. Achso, es wird nur nicht hergestellt, weil... Ah, okay. Dann tu das bitte hier in die Kiste. Ja, damit. Sehr gut. Und jetzt kann ich die Maschine bauen, die das da baut. Also ich brauche eine blaue Fabrik. Ich brauche sehr viel Wasserstoff und ich brauche 8 pro Rakete. Das wird eine Weile dauern. Ich kappe mal ganz kurz die Verbindung hier. Das heißt, es werden jetzt keine Batterien hergestellt, sondern nur Sprengstoff. Damit ich das einmal testen kann. Du kommst mit. Hier fehlen gerade wieder Rohre. Nee, was fehlt? Gar nichts fehlt. Chips fehlen. Oh, hier. Nimm Chips. Ich laufe kurz zur Lavalampe. Und ich strukturiere mich, während ich laufe, im Kopf, was noch so gemacht werden muss. Also. Ich baue jetzt eine Fabrik, die Raketen herstellt, damit ich mal rumtesten kann, wie der Raketenwerfer so ist. Ich hole jetzt gerade Chips, damit mehr rote Engines hergestellt werden, weil wir die roten Engines brauchen für die Roboterproduktion. Nebenbei könnte ich auch mal hier ein bisschen, ne? Nom nom, schluck schluck, hust hust. Keine Bäume abgeholzt. Ja, hier, nimm hier die Biomasse. Die wird aber auch nicht ewig halten. Kommen wir auf die Liste. Ich muss mehr Bäume fällen. So, hier. Her damit. Alles her damit.
Es kommt nicht so viel Metall, wie eigentlich müsste an, also Eisen. Du hast ein Munitionsproblem, das ich leider nicht so wirklich beheben kann, also ein kleines bisschen zumindest. Ja, Kupfer kommt auch nur so ein bisschen was an. Müsste ich also beides boosten, theoretisch. Praktisch. Was? Praktisch kommt da gar nichts rein. Achso, weil der Grinder nicht hinterherkommt. Ja gut. Hätte ich mir also den einen Schmelzofen da sparen können. Sei es drum. Grünen Chips habe ich jetzt. Grünen Chips kommen zurück, damit wir mehr rote Engines herstellen können. Nebenbei nochmal einen Robobot bauen. Ja. Für noch mehr Abdeckung. Dann ist aber der ganze Osten schon mal abgedeckt. Das wäre doch schick. So, du bekommst grüne Chips. 200 Stück. Damit. So, her damit. Und jetzt die Raketenwerfergeschichte. Die baue ich am besten hier irgendwo hin. Weil hier eh die ganze Wasserstoff-Sache immer läuft. Das heißt, du stellst jetzt bitte her die Dinger da. Und es ist alles eine Handbefüllungssache. Also mach einfach hier so ein paar Eisenkisten. Pack die da und dahin, dann passt das schon. Rein, raus. Das heißt, du bekommst jetzt grüne Chips, Sprengstoff, Eisenplatten. Aha. Und bekommst einen Anschluss für Wasserstoff von unten. Und es müsste eigentlich genug Wasserstoff da sein, weil momentan nichts verbraucht wird für die Sniper-Munition, weil ich keinen Kupferanschluss habe. Das heißt, während hier die ersten Raketen durchrödeln, was übrigens irre lange dauert, so, hole ich mal von Hand Ladung Kupfer. Hier. Und mach dich wieder an, weil hier eh kein Kupfer mehr verbraucht wird. Oh, und die hätte ich auch ganz gerne, weil ich öfters mal Fließbänder brauche. So. Stahl. Ja, Stahl auch. Hör damit. So. Boah, Alter. Also ich hoffe, du machst gut Schaden, sonst das ist echt Zeitverschwendung. Sei es drum. Ich wollte mich jetzt vorbereiten auf einen Angriff auf einen Spawner, damit ich noch genug Alien-Attrakte bekomme für noch einen Grinder. Das heißt, ich baue einfach irgendwo eine Kiste hin, schmeiß alles rein, was ich brauche. Dich kann ich vorher setzen, das ist eine Idee. Runter. Darum. Und dann irgendwo hier unten in die Ecke. Da. Damit hätten wir auch komplette gelbe Abdeckung für die Mauern und Türme. Allerdings keine orangene. Aber sie brauchen auch keine orangene. Doch, bräuchten sie theoretisch Mist. Wenn ich die Sniper-Türme wirklich später mit Dingensbummens, mit Robotern befüllen will. Oder auch andere Türme, dann bräuchte ich das theoretisch. Praktisch sind wir noch nicht so weit, also baue ich jetzt dich hier hin und mache einen Stromanschluss. So. So, jetzt ist der ganze Osten schon mal gesichert. Sichert und die Roboter fliegen sofort in Windeseile los und reparieren die Sachen hier unten. Ah, es ist so traurig. So verdammt traurig. Du Bau. Hellblaue Tränke, damit wir irgendwann mal dahin kommen, dass die Viecher schneller fliegen. Ja, hier staut sich alles. Okay, ich muss irgendwas erforschen, was jetzt nur die beiden Sachen braucht. Wie zum Beispiel hier Concrete Go. So. Schmeiße ich hier auch mal ein paar rote Tränke rein. Flop. Oh, es gibt ein Cap für DNA. Das wusste ich nicht. Das heißt Planänderung. Ich stelle gleich ganz viele rote Tränke her. So, 333. Das ist eine schöne Zahl ist. Und schmeiße sie dann später in das Raumschiff, damit ich die DNA mal verballern kann. Weil ich wusste nicht, dass es da eine Grenze gibt. So, du kannst mal hier das voll machen. Hier fehlt wieder Eisen, das ist okay. Und jetzt, da ich wieder mehr Platz im Inventar habe, kann ich mir Flammenwerfermunition holen, um gleich eine Basis anzugreifen. Und zwar idealerweise eine Basis mit ein paar mehr Gebäuden. So, nimm das mal alles mit. Rüstung ist schon ganz schnell angeschlagen. Ja, schon auf ein Drittel runter. Nochmal. Oh, 100 Kupferplatten, das ist teuer.
trotzdem mal eine. Werf die andere hier als Backup irgendwo hin. So. Oh, okay. Das kurz abbrechen. Rüstung herstellen ist wichtiger. Danach wieder die. So. Raketenwerfer-Gedöns-Zeug. Raketenwerfer. Was? Achso. Ja, das muss erstmal raus. Das muss erstmal raus. Dann darf das. Dann darf das rein. Oh, die nehmen ganzen Slot weg.